Guten Tag, liebe Leute. Wir sind heute mit der Wilden Beute unterwegs am Niederrhein. Ganz genau. Wir sind bei meinem Bruder Tim im Revier. Zusammen mit seinem Hund Freier, seinem prämierten Hund Freier, werden wir auf Niederwild jagen. Und so wir dem was auf den Boden bringen, werden wir es mit Sternekoch Rainer Henson verarbeiten. Viel Spaß. Ich bin Tim, ich bin Niederwildjäger. Wir sind heute hier in meinem Niederwildrevier am Niederrhein. Ich bin selbst Hundezüchter, züchte Gordon Setter. Gehe mittlerweile seit ungefähr knapp 13 Jahren auf die Niederwildjagd gemeinsam mit meiner Gordon Setter Hündin Freier. Freier, Sitz. Ja, ich tue mich mit der kalten Butter auch ein bisschen schwer. Nee, das muss auch gut, Jung. Ja. Wie bei Oma. Ist jetzt schon die Vorfreude so groß? Guck dir das an oder hörst dir besser gesagt an. Gehen wir beide. Ja, wir gehen dabei. Tim geht's zu der anderen. Der Tim geht da. Okay. So. Ready to go. Gut, 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 gut.
Let the first sound you hear. Die Vorfreude ist Wahnsinn. Du hörst die Gänse schon schnattern. Ich bin so gespannt, wenn die gleich rüberkommen. Hoffentlich fliegen sie in unsere Richtung. Der Wind steht schlecht heute. Aber mit ein bisschen Glück und ein bisschen Hilfe werden wir es wohl hoffentlich hinkriegen. Wir fliegen ein und nach darüber dann raus, glaube ich, so wie es aussieht. Also wir stehen im Moment leider in der falschen Windrichtung, beziehungsweise der Wind kommt von der falschen Seite. Wir stehen natürlich wie immer richtig. Remember yours is the heart that paints the world the very best in the colors of your life. So be kind, have courage, treat yourself with dignity. Walk tall, speak sweetly, be brave enough to lead. It's when you're caught in the darkness that comes over me. Remember yours is a light that the darkness cannot be. And yours is a light that the darkness cannot be. Ja, das war mein klassischer Pfeifer. Falsch gestanden. Die kreisen die ganze Zeit da vorne lang. Kann ich da vorne so in der Dickung? Das war echt so. Wir könnten jetzt halt 2 Stunden hier stehen bleiben, da würden wahrscheinlich jeder noch eine Gans schießen. Aber ich denke, es wäre besser. Ja. Lass ein bisschen laufen. Nein. Wir müssen halt gucken, dass nach vorne direkt die Häuser. Ist halt alles ein bisschen, müssen wir schon ein bisschen aufpassen, ne? Aber es gibt Fasane hier. Faszinierend, was der da macht. Das ist tatsächlich was zu haben. Da haben wir neu. Ja. Knapp. Aber zu weit weg für mich. Ich habe halt den ersten Hahn geschossen, habe dann nachgeladen, waren dann hier noch im Tumult, dann ist Waldmanns Dank. Dann ist quasi zwischen uns ist der nächste Hahn hochgegangen und ich habe die Waffe noch gesichert und ja, eben so schnell. Alter, du hast richtig gutes Wild jetzt. Komm hier, Tier anleinen.
Sitz. Der lief uns vor der Nase, glaube ich, rum. Die ganze Zeit. Halt mal Zeit. Oder willst du nicht? Hier ist die Zeit. Das ist dein. Bereit. Kein Thema. Ich habe auf jeden Fall drauf gestanden und ich war auch unten drunter, so wie es klappt. Selbst Jan hat ja natürlich, weißt du, Jan ist heute wieder mal unterwegs wie Donald Trump. Jeder Schuss ein Treffer. Er hat von 75 Meter Entfernung auf den Fasan gehalten, eigentlich ist es seine. Also, das war eindeutig auch gut. Ja, prima! Super! Hey, hey! Das ist einfach, muss ich auch sagen, eine großartige Jagd. Ne? Also mit der Feier, also wenn die so vorsteht, das ringt einem schon wirklich Respekt ab. Ne? Wir haben, glaube ich, alle drei drauf gehauen. Ja, ja. Aber ich habe zum Schluss gewartet. Wetter. So, so kann weitergehen, ne? Okay, aber wir kriegen noch einen Hahn. Alle Mann drauf und alle vorbeigehen. Auf jeden Fall ein guter Morgensport. Sehr bewegungsintensiv sollte mit dem Niederwild. Zur Drückjagdsaison ganz ungewöhnlich. Jetzt gehen wir mal links, den Fasan rechts. Ich glaube, mein Bruder hat hier irgendwie mit dem Fasan trainiert. Der erste Hase nach 10 Jahren. Jagd schon. Prima.
laufen jetzt wieder rechts, jetzt gehen die Hasen natürlich wieder links raus. Aber ansonsten ist gut. Auf jeden Fall müssen wir nicht hungern. Der Rainer hat genügend zu kochen, wenn wir ihn besuchen. Ja, die Sonne scheint, es ist alles klasse. Und ich habe auch schon einen Fasan. Hallo, hier ist der Rainer. Hallo, lieber Rainer, hier ist der Dirk. Grüß dich auch, Dirk. Hallo. Rainer, hast du ein bisschen Zeit für uns? Ich würde gerne bei dir vorbeikommen. Ja, wir haben was für dich. Wir waren eben bei meinem Bruder Tim jagen und ist von allem was dabei, würde ich sagen. Wir haben eine Gans, drei Fasane, einen Hasen und ein Kaninchen. Das gibt ja eine schöne bunte Mischung. Komm vorbei, ich freue mich. Bis gleich. Perfekt, dann freue ich mich, dass du Zeit für uns hast. Bis gleich. Wir sind jetzt in Heinsberg angekommen und werden hier in der Genussschule mit dem Rainer zusammen unsere frisch geschossene Niederwildstrecke zusammen zubereiten. Das wird auf jeden Fall richtig geil. Ich freue mich darauf. Kommt einfach mit und guckt euch das mal an. Hallo, ich bin Rainer Hinsen, Koch aus Leidenschaft. Ich habe mir hier 1986 meinen Lebenstraum erfüllt, indem ich mein eigenes Restaurant eröffnet habe. 2016 ist die Genussschule dazu gekommen, hier im wunderschönen Heinsberg-Randerath. Und hier an Ort und Stelle kann ich mit Produkten arbeiten, mit besten Produkten aus Bio, von Biohöfen, aus der Nachbarschaft, aus Wäldern. Ich habe Pilzsammler, ich habe Jäger, die mir Ware bringen. Das ist wirklich ein Traum, mit diesen Produkten arbeiten zu können. Und wichtig ist mir, dass es wirklich von Kopf bis Fuß verarbeitet wird, wenn Leben für irgendwas geopfert wird. Hallo Jan. Hallo Dirk. Herzlich willkommen bei mir in der Genussschule. Wir haben ja ein strammes Programm. Siehst, die Gans liegt schon da. Wir haben Gans, wir haben Kaninchen habt ihr mitgebracht, ihr habt Hasen mitgebracht und Fasan. Und jetzt machen wir als allererstes mal die Gans fertig. Da werden wir Apfel, Zwiebel und Marone reinfüllen, noch ein paar Kräuter schön einreiben und dann kommt die erstmal für 5 Stunden weg. Dann setzen wir hier 2 Soßen an, vom Hasen und vom Fasan. Und ja, und wenn wir einmal im Floh sind, dann geht's weiter. Und ihr wisst, ihr seid hier in einer Kochschule. Kochschule bedeutet was? Nicht der Lehrer kocht, ne? Der bin ich heute, sondern ihr. Hör mal, ich würde sagen, wir fangen einfach an, ja? Einmal würdest du die Äpfel, pass mal auf, einfach vierteln. Ja. Und dann nachher, wenn du alle geschält hast, machst du die in die Größe. Ja. Und du könntest schon mal, pass mal auf, guck mal, wir haben ja hier... Macht das nicht zu anspruchsvoll, ne? Ja, hier ist das Paddel dran. Wunderschön sieht die Gans nachher aus. Am Knöchel einmal einschneiden, so rund. Ich hab total Kohldampf. Aber ich glaube, noch schlimmer ist mein Durst, weißt du? Durst? Durst. Das ist ein gutes Stichwort. Das ist immer mein Thema. Hauptsache ist mineralisch. Kommst du denn gebürtig auch von hier? Ja, 50 Meter von hier entfernt. Ja, Luftlinie etwa 80 Meter von hier entfernt. Okay. Meine Kette war nicht länger, ich konnte nicht weg. Wo hast du das Kochen gelernt? Du, in einem ganz kleinen Hotel in Geilenkirchen. In Geilenkirchen? Ja, gut. Das, da gibt es ja eigentlich nur eins, ne? Ja. Am Marktplatz. Ja, gut, aber das... war früher eine sehr, sehr gute Adresse. Ne? Ich weiß nicht, wie das heute ist. Eine sehr gute Adresse, das war ein sehr, sehr strenger Lehrmeister. Ja. Aber du bist ja nicht nur gelernter Koch, ne? Ne, ich habe auch Bäcker gelernt. Ne? Also ich habe erst Koch gelernt, anschließend Bäcker gelernt.
Und das auch weit weg von hier, ne? Wenn du von hier auch rüber guckst, ach, ist da drüben? Die Bäckerei direkt da gegenüber. Ja, da habe ich meine Ausbildung als Bäcker gemacht. Aber ich sag mal, lernen tut man ja am Anfang zwar auch, ne? In der Ausbildung. Aber richtig lernen tut man noch das ganze Leben. Ne? Ja, klar. Ja. So, du bist jetzt fertig mit deiner Massage. Jetzt kannst du das versuchen, da so weitestgehend wie möglich reinzustopfen. Ja? Okay. Möglichst alles? Wenn es geht, ja. Wenn kein Platz mehr ist, dann nein. Das schieben wir dann einfach nachher aufs Blech unten drunter. Weiß. Können wir schon hinkriegen. Ich habe ein gutes Gefühl. So, Dirk, lass uns die ganze in den Ofen schieben. Die braucht ja mindestens 5 Stunden. Jan, würdest du bitte schon die Fasanen und den Hasen holen? Alle. Ja, natürlich. So, dann. Schön reinlegen. Oh ja, das ist gemütlich. Ein bisschen raus. Das sind jetzt gemütliche 120 Grad. Für 5 Stunden. Bis später, wir sehen uns gleich wieder. Ich würde sagen, wir machen jetzt Arbeitsteilung, damit wir hier ein bisschen vorankommen. Ja, einer von euch macht den Hasen. Ich bitte. Du bitte. Dann machst du die Fasane. Ja, ich zeig dir eine Seite und du machst die andere Seite. Ja. Nimmst die Läufe einfach runter. Das ist die einfachste Aufgabe. Ja. Und dann. Nimmst du dafür einen Wein? Du, ich nehme immer einen Wein, den ich auch dazu trinken würde. Das ist jetzt ein kleines Weingut auf Mallorca. Kriegst du den herkommt. Aus der Schüssel jetzt wieder ins Glas? Ist das Dirks Glas? Das kannst du nachher mit dem Strohhalm rausziehen. Ist doch aus Mallorca. Mallorca. Ja. Das ist jetzt ein Weißburgunder. Mit dem machen wir gleich auch die Soße zum Fasan. Also testen wir jetzt schon mal die Soße? Wir testen im Grunde genommen den Hauptbestandteil der Soße. Das ist ein bisschen gut, ne? Soße ist ja gar nicht so meins. So, wieder ein kleines Bio-Weingut hier aus Steidesheim. Prost, danke, dass wir hier sein dürfen. Und wenn jetzt der Topf heiß ist und ihr gebt die Knochen und alles da rein, bitte fangt nicht direkt an, wie wilde zu rühren, weil, ihr müsst euch vorstellen, wir haben den Topf zwar heiß, machen aber jetzt Kaltes da rein, kalte Knochen und alles Mögliche. Ja? Die sorgen natürlich dafür, dass die Temperatur nach unten geht. Wenn ich jetzt anfange zu rühren, dann nehme ich das, was jetzt gerade angewärmt ist, wieder nach oben und pack dann das Kalte wieder nach unten, dann geht die Temperatur noch mal mehr in die Knie und ich fange an hier zu kochen und nicht zu braten. Also, immer erstmal ein bisschen warten. Ja? Und beim Wild braucht man immer ein bisschen mehr Öl als jetzt bei irgendwelchen Schlachtfleisch, weil es naturgemäß sehr fettarm ist. Ne? Ey, und das kompensierst du dann mit dem Öl? Indem man mehr Öl reinmacht. Ne? Aber ist das nicht großartig, dass der Geruch, ich wünschte, ihr könntet das mal alle riechen hier, was wir da gerade verköstigen. Das löschen wir gleich mit Weißwein ab. Pass auf, also ich lösche die ersten Male den Koch, ne, mit Weißwein ab. So. Prost. 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 Ja, Prost. Ja. Aber das hier erstmal nur mit Wasser. Ich erkläre es euch jetzt nochmal. Also, wenn man direkt mit Rotwein ablöscht oder mit Wein ablöschen würde, dann kriege ich die nächsten Röststoffe, die entstehen, tatsächlich nur vom Wein. Weil der Wein reduziert und wird dann dicker und wird dann ein bisschen der Zucker, der rauskommt und der karamellisiert. Das brauche ich nachher. Ich will am Anfang tatsächlich Aroma vom Tier haben. Ja. Und dafür muss es klar bleiben. Dafür nehme ich erstmal Wasser. Ne? Ich röste. Sieht hier so wunderbar, kommen jetzt die Reststoffe. Ja. Und da will ich so viel wie möglich von haben.
aber auf dem Topfboden, siehst du, da entstehen auch Reststoffe. Ja, nochmal Prost und Prost. Ne? Also, die haben wir hoffentlich mitgebracht. Weißt du, ich glaube, wenn du dich da drüber hängst, wenn man gerade abgelöscht hat, und ziehst einmal durch die Nase, kriegst du mehr Alkohol mit, als wenn du einen kräftigen Schluck von einem Weißwein hast. Habe ich gerade gemacht. Ich bin doch nicht auf Ideen. Habe ich gerade schon gemacht. Ja, kann ich sagen. Guck, wie er lächelt. Ja, da lächelt man auch früher oder später. Gibst du da immer ein bisschen Salz, Pfeffer drauf, also hier von der Gewürzmischung drauf, und dann musst du schnell sein, bevor das Salz so richtig hygroskopisch wird. Okay. Und jetzt nimmst du das Sauerkraut, zupfst das so ein bisschen so, ja, und verteilst das dünn und drückst das so ein bisschen in die Farce rein. Dirk, was hast du denn damit jetzt gemacht? Ich habe das meliert. Ja. Und jetzt würzig. Aber macht man das nicht eigentlich andersrum? Kann man, wenn man möchte, aber möchte ich nicht. Warum denn? Das kann ja jeder. Kannst du mir das erklären, wieso? Ja, hast doch gerade gehört. So könnte es jeder, also du auch, und das möchte ich nicht. Ich möchte schon, dass man das unterscheiden kann. Wie wenn ich auf einen Fasan schieße und jeder in der Kamera sieht, dass ich getroffen habe. So, anbraten. Und wenn ihr einer meint, die Kameras wären aus und ich würde aufhören zu rühren, hat er sich leider vertan. Siehst du, ich höre auf und schon rüttelt er an dem Topf. Wir können so eine kleine Fairy Tale machen und der rührte und rührte und rührte. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann rühren sie noch immer, ne? Genau. So ist das nicht schlimm. Jetzt legen wir das angebratene Flügel da wieder rein. Boah, Jungs, das wird ein Schützenfest, das wird so lecker. Und ihr kriegt alle nichts ab. Ja, ich fange an zu quietschen, jetzt ist es soweit. Ja. Eigentlich haben wir alles von dem Tier verwertet, bis auf die Decke von dem Kaninchen und die Decke von dem Hasen und die Federn natürlich, klar. Und ansonsten haben wir alles verwertet. So, pass auf, für die Traubensoße. Machen wir hier ein klein bisschen Zucker rein. Lassen das so leicht karamellisieren und dann gibst du die Trauben dazu. Ja? Das machst du. Du hast sie auch vorbereitet. Und du brätst die Brüste. Wir haben da mal ein bisschen was vorbereitet. Ein bisschen was vorbereitet, mal ein bisschen was von dem Weißwein hatten wir noch da. Wenn zu wenig Fett drin ist, kannst du ruhig noch ein bisschen Öl nachgießen. Ne? Ein bisschen Öl ins Feuer gießen. Oder? Du wolltest nicht so unverschämt wirken, wie du willst. Wie aussieht. Rainer, sollte man das noch mal probieren? Das sollte man unbedingt noch mal probieren. Ich hab gehört, ich muss es tun. Du musst es tun. Schmeckt? Boah. Hasenrücken, der nächste Versuch. Ja, ist gut. Hey, ist gut. Es geht relativ schnell jetzt. Was machen wir jetzt da auf der großen Pfanne? Du, ich reduziere jetzt hier gerade ein bisschen Soße für den Hasenrücken. Und was wir ja gleich machen wollen, ist Hasenrücken kombiniert mit Vogel. Ne? Also wie habt ihr das genannt? Hop and Fly. Hop and Fly. Hop and Fly. Hop and Fly. Ja. Na, guck mal da, das sieht halt schon gut. Dann hättest du auch nicht haben dürfen. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen Holunderbeersaft dran. Ja. Das geht dann in den Backofen. Das geht dann in den Backofen. Thank you.
Guten Appetit. Wie habt ihr das nochmal genannt? Jäger, Surf and Turf, ne? Hop and Fly. Hop and Fly. Hop and Fly, mit zwei verschiedenen Soßen. Hop and Fly, zweierlei. Oh, guck mal, unser Poet hier. Man kann sagen, das war vielleicht nicht jagen, sondern lieber Gedichte schreiben, Jan. Besser nicht. Also ich muss gestehen, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe es ja nur gemacht, weil ihr das so wolltet. Hm? Ja. Oder weil ihr das so vorgeschlagen habt. Aber ich finde es echt gut. Ja. Guten Appetit. Vielen Dank, Heiner. Oh, danke euch fürs Mitbringen hier und Mitwirken hier oder Werkeln. Oh mein Gott, ist das gut. Das ist so gut. Ja. Und ist sie jetzt auch Sauerkraut? Also das schmeckt ja gar nicht nach Sauerkraut. Hol doch mal die Gans, Heiner. Ich hol doch mal die Gans. Hol doch mal die Gans. Soll ich die Gans mal ganz holen? Ja. So, jetzt sind wir mal gespannt, ob das ein alter Gockel ist oder ob das... Eine frische Henne. Eine frische Henne. Was soll ich sagen, ehrlich gesagt? Also, vom Angucken her ist es schon einfach großartig, oder? Auf jeden Fall ist es... besser. Vom Schneiden hört sich das gut an. Ja, ich finde auch. Also die Haut war knusprig. Oh, guck mal, das sieht doch super aus. Oh mein Gott. Sieht das, wie die Haut knackt dazu? Hörst du das? Hörst du das? Also, für euch alle, die ihr nur zugucken könnt, ist schon ziemlich gut. Ziemlich gut. Bei mir ist das wirklich immer so. Ich esse am liebsten nur die krasse Haut. Ne? Ja? Ja. Da kann ich alles andere verstehen lassen. Und wenn, dann Fleisch, dann am liebsten die Keule. Weil die Brust, da bin ich nämlich jetzt auch mal so drauf gespannt, die wird natürlich auch relativ schnell trocken. Und ich weiß halt nicht, ich glaube, das ist gut, Brust. Wie das hier ist. Das ist eine originale Matte. Das Ganze löst sich auf jeden Fall schon gut vom Knochen runter. Ich würde sagen, sie hat das richtige Alter und ich würde noch weiter sogar gehen. Ich glaube, sie schmeckt. Guten Appetit euch allen. Guten Appetit. Und nochmal vielen Dank, lieber Rainer. Ja, danke euch fürs Mitbringen von und mit Kochen vor allem. Das Kochen haben wir nicht nur gerne gemacht, jetzt wo ich den Mund habe, kann ich nur sagen. Man darf wiederkommen. Das ist cool, ne? Also, alter Futter, das ist so geil. Und wenn jetzt nochmal irgendjemand behauptet, in Deutschland könnte man eine kleine wilden Gänse jagen, in den Kochtopf hauen und sie anschließend genießen. Kann ich euch nur sagen. Ich muss da echt was sagen. Leider falsch. Ich habe schon ein paar Gänse gegessen. Sorry, dass ich dir ins Wort kann. Nee, ich möchte schon. Aber die schmeckt echt am geilsten. Ich habe wirklich diese Woche, glaube ich, 5 Gänse gemacht schon. Letzte Woche Gänse gemacht. Enten gemacht, alles gemacht. Aber das hat einfach so eine Länge, so eine Intensität, ja. Ja, das hast du bei einer. Und obwohl das eigentlich jetzt nicht da war, aber jetzt muss es einfach sein. Freunde, das ist wilde Beute. Draußen sein, das Wetter genießen, Spaß haben, Beute machen und das ganze Thema verarbeiten und einen Sternekoch finden, der sagt, das ist die beste Gans, die ich diese Woche gemacht habe. Das
wird nicht mehr besser. Yes. Danke dir. Danke, lieber danke Rainer. Ja. Rainer, tausend Dank. Danke, echt, ja. Das war grandios. Das war ein fantastisches Essen, aber ich bin, wenn ich ehrlich bin, noch froh, dass wir jetzt fertig sind. Lass uns anstoßen und so schnell wie möglich die Schürzen ausziehen. Salut. 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 Thank you.